Kevin Costner hat den Wilden Westen mit dem Indianer-Epos, der mit dem Wolf tanzt, wieder schmackhaft gemacht. Da hatte man lange geglaubt, das Genre hätte ausgedient. Und plötzlich werden gleich 2 Dutzend Revolvergeschichten abgespult. Wie eh und je heben die Mythen die Wahrheit auf. Die Interpretation der Geschichte passt sich nur dem veränderten Zeitgeist an. Gentlemen, I'm not gonna allow any trouble. Hollywood setzt auf schonungslose Demontage liebgewordener Mythen. Spätestens beim Showdown, am Ende aber, versöhnt sich die neue Western-Moral mit den alten Legenden, indem sie neue schafft. No, don't shoot! No! I don't have a gun! Please! Fight for me! Get up, fight! Get away! Die Geschichte hat mal wieder wenig Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit. Aber die Filmkulisse des Western Tombstone ist bis ins Detail nach alten Fotos rekonstruiert. Zweihundert Komparsen in originalgetreuen Kostümen vermitteln den Eindruck historischer Genauigkeit. Die Boomtown 1881. In der Wüstenhitze stank die staubige Elm Street nach Kuhmist und Pferdepisse. In der Regenzeit verwandelte sich der Lehmboden in eine morastige Kloak. Die üblichen Hütten mit vorgeblendeten Angeberfassaden, die falschen Fronten, geben den Pioniersiedlungen das Aussehen provisorischer Bühnenstädte. Eine der vielen Ex- und Hop-Städte, die nach kurzer Bonanza wieder zu Geisterstädten verfallen. Bevor luxuriöse Bordelle und Spielsalons gebaut werden, stehen hier nur kümmerliche Bretterbuden und Zelte. Hinter verschlissenen Planen verbergen sich provisorische Läden und primitive Lasterhöhlen. Windige Landverkäufer bieten ihre fragwürdigen Dienste an. Die ersten Restaurants, Backstuben und Saloons bestehen nur aus ein paar Bierfässern und Brettern drüber. In einem abgesonderten Ghetto, abfällig Hoptown genannt, leben 350 Chinesen, die dienstbaren Kulis einer jeden Stadt. In einer Zeit militanter Rassenvorurteile gehören die 100.000 fleißigen Asiaten im Westen zur verachtetsten Minderheit. Miss Fly läuft als lebende Werbefassade für den neuen Fotoladen ihres Vaters Reklame. Action! Fast 6.000 erfolgshungrige Einwohner hat die Boomtown 1881. Ein buntes Völker- und Rassengemisch. Seit Amerika dem südlichen Nachbarn die Hälfte seines Landes geraubt hat, werden Mexikaner wie Menschen zweiter Klasse behandelt. So urig wie die Kinogoldgräber sahen die 4.500 Minenarbeiter nicht aus, die in den Silberbergwerken für kümmerliche $30 im Monat malochten. Der Westen wurde in den Gründertagen von einer rauen Männergesellschaft geprägt. Ehrbare Frauen waren Mangelware. Dafür gab es umso mehr Töchter der Sünde oder gefallene Mädchen, wie man sie noch heute nennt. 50.000 Prostituierte arbeiteten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Westen. Im Zwielicht der Rotlichtviertel hauste ein Heer von Huren aller Hautfarben. Auch viele ehemalige Sklaven trieb die Freiheit in neue Formen der Leibeigenschaft. Zum Gaudi der Touristen stolzieren die bemalten Katzen der Folklore-Truppe Wild Bunch durch Tombstone. Einst war die Parade der Sirenen nur einmal in der Woche auf einer Straßenseite erlaubt, während man die andere Seite für die anständigen Frauen reservierte.
Die meisten leichten Mädchen boten der Masse liebestoller Habenichtse ihre billigen Dienste im Abseits geschlossener Bezirke an. Wer Geld hatte, verkehrte in den wenigen Luxusbordellen wie dem Birdcage Theater Ecke Ehrenstreet. Das Birdcage war gleichzeitig Theater, Spielsalon und Freudenhaus. Im Museumsbordell staunt man über die Freizügigkeiten im Wilden Westen, ist doch im prüden Amerika von heute der Handel mit der Liebe nur im Staat Nevada erlaubt. Das Vogelkäfigtheater verdankt seinen kuriosen Namen den offenen Liebeslogen, die wie aufgereihte Käfige über dem Spielsalon hängen. Für den Preis eines Schäferstündchens im Edelpuff musste ein Minenarbeiter einen Monat lang schuften. Voller Verlogenheit wird bis heute der Mantel der Wohlanständigkeit über eines der schillerndsten Kapitel in der Geschichte des Westens gebreitet. Action! Auch in der Birdcage-Kulisse des Films Tombstone treten Huren nur als Glamour-Girls auf. Bigotte Zensoren haben in der Western-Geschichte die Rolle der Prostituierten meist auf farbenfrohe Anekdoten reduziert. Mit fröhlichen Cancan-Tänzerinnen hatte das wirkliche Hurenleben wenig gemein. Teufelsinseln nannte man die Reihen schäbiger Bruchbuden, in denen die meisten Huren hausten. Jede Woche berichteten Lokalzeitungen von Selbstmorden in der sogenannten Armutsschlucht. Drogen, Gewalt und Unterdrückung gehörten zum Alltag der ausgebeuteten Frauen. Auch im turbulenten Neuland der Männerwelt des Westens blieben Huren Ausgestoßene ohne Rechte. Der Nachwuchs an gefallenen Mädchen war unerschöpflich nach einem grausamen Bürgerkrieg, enttäuschten Siedlerträumen, der Arbeitsmisere des aufkommenden Industriezeitalters oder der Ächtung farbiger Minderheiten. Wie alle Saloons war auch der berühmte Kristallpalast ein Treffpunkt der Männergesellschaft. Puritanische Sittenstrenge war hier nicht gefragt. Ehrbare Anstandsdamen hätten die Männer nur gestört, ungehemmt ihren Lastern zu frönen. Hier waren nur Spieldamen willkommen. Mit Hingabe mimen die Laienspieler Animier- und Tanzmädchen, die als Lockvögel angestellt waren und gegen Provision arbeiteten. Dancehall-Girls waren keine aufgetakelten Barmietzen in bunter Reizwäsche, sondern sittsam gekleidete Allerweltsmädchen, wie die Gespielinnen der beiden stadtfeinen Cowboys. Auch auf dem gewinnträchtigen Vergnügungssektor zeigte sich, dass der Wilde Westen eine Kolonie des zivilisierten Ostens war. Luxuriöse Saloons, Spielcasinos oder Bordelle wurden von finanzkräftigen Syndikaten aus Boston oder New York kontrolliert. Aber auch andere Außenseiter hatten beträchtlichen Anteil am Lustgewinn. Die notwendigen Konzessionen für Glücksgeschäfte vergab der Bürgermeister. Und die monatlich fälligen Lizenzgebühren kassierten Ordnungshüter wie die Earps, die gleichzeitig auch noch Steuereintreiber waren. Beste Gelegenheit für Amtsmissbrauch durch Doppelbesteuerung und Erpressung. Natürlich wurden auch die Spieler gerupft, aber am meisten schröpften Richter, Bürgermeister und Polizisten die schutzlosen Prostituierten. Ihr Wohl und Wehe hing völlig von den Behörden ab, lebten sie doch in einer gefährlichen Grauzone zwischen Legalität und Illegalität. Welche Ausmaße die Korruption annahm,
zeigt das Beispiel des größten Rivalen der Brüder Earp. District Sheriff Bean zockte im Jahr illegal $40,000 ab, obwohl er offiziell nur $160 im Monat verdiente. Any bets, gentlemen? Marshall oder Sheriff? Die legendären Saubermänner des Wilden Westens fingerten weniger mit ihren Colts als mit Pokerkarten und Chips. In Filmen sind Spieler immer die Bösewichter. Ben Travick weiß es besser. Das stimmt nicht. Während der Boomtown-Zeit war Spielen ein angesehener Beruf. Viele berühmte Leute im Westen begannen als Spieler. White Earp ist ein gutes Beispiel. Earp hatte im Oriental, hier im Crystal Palace und im Alhambra Spielerkonzessionen. Wenn jemand ins Spielergeschäft einstieg und das Kapital hatte, um die Bank zu halten, konnte er nur eine Konzession selbst betreuen. Er heuerte also Stellvertreter an, die seine anderen Spieltische betrieben. White Earps Spielkonzessionen wurden von seinem Bruder Morgan und Doc Holliday betreut. Entweder mietete man einen Spieltisch oder arbeitete auf Gewinnbeteiligung. Auch der Saloonbesitzer bekam seinen Anteil, oft sogar die Hälfte. In Filmen gehören Schießereien an Spieltischen zum Standardrepertoire. Das passierte sehr selten. Streit, der in einem Saloon begann, wurde fast immer draußen ausgetragen. Es wird von ganz wenigen Fällen berichtet. In Tombstone wurde niemand am Spieltisch erschossen. Keine heimtückischen Schüsse unterm Tisch, keine versteckten Taschenpistolen? Einige trugen Mini-Revolver, aber keiner benutzte sie hier. Nostalgiereisen in den Wilden Westen sind gefragter denn je zuvor. Wenn die Wahrheit über die Legende herauskommt, drucken wir trotzdem die Legende, sagte ein Journalist in John Fords Meisterwerk, der Mann, der Liberty Valance erschoss. Und warum? Weil man mit Hilfe von Legenden Widersprüche harmonisieren kann, die sich in der Realität nicht lösen lassen, sagt der Western-Regisseur. An der Bar im Big Nose Kate Saloon sitzen immer die gleichen trunkenen Möchtegern-Revolverhelden und träumen von treffsicheren Heldentaten. Weil sie mit ihrem heutigen Leben nichts anzufangen wissen, schlüpfen sie Tag aus, Tag ein in die Rolle bewunderter Fantasieschützen von Anno dazumal. Auf der staubigen Straße einer Westernstadt stehen sich die Revolverschwinger gegenüber wie Ritter im heroischen Zweikampf. Unzählige Male wurden solche Showdowns gefilmt, aber niemand hat so ein klassisches Revolverduell tatsächlich bezeugt. Der Wilde Westen war nicht das Land der Kavaliere, sondern unsentimentaler Männer, die um jeden Preis überleben wollten. In Hollywood gehören Wunderschützen zum Western-Alltag. Für den Waffenexperten Poppy sind sie nur Klamauk. So etwas hätte es im wirklichen Westen nicht gegeben. Damals schossen die Colts nicht sehr gut. Das Pulver und die Patronen waren nicht gut und auch nicht das Metall. Genauso wenig war das Holster dafür geschaffen, einen Revolver herauszureißen. Die meisten Männer trugen ihre Waffe hier im Gürtel und versteckten sie unter ihren Jacken, damit sie keiner sehen konnte. Wenn sie ihre Colts brauchten, konnten sie sie rausziehen und schießen. Meistens wurde in den Rücken geschossen oder aus irgendeinem Versteck, wenn der Gegner unvorbereitet war. Es gibt einen Bericht von einer Schießerei, bei der sich zwei Typen mit Revolvern in der Hand gegenüberstanden und 12 Löcher in die Luft schossen, ohne einen Mann zu treffen. Beide Revolver waren leer. Hier trugen sie also meistens ihre Waffe. Ihr Holster sah ähnlich aus wie dieses. Ein bisschen höher auf der Hüfte. Sie schützen ihre Pistole besser als ich, obwohl das ein frühes Modell ist. Man kann die Waffe nicht leicht ziehen, was auch gar nicht beabsichtigt war. Eine Pistole war für Cowboys ein Werkzeug, mit dem man Klapperschlangen tötete, verwundete Pferde oder Kühe.
oder um sich im Ernstfall zu verteidigen.